So, wieder mal heißt es, willkommen zurück bei Let's Play The Ball. Was haben wir das letzte Mal gemacht, in der letzten Session? Wir haben uns durch einige Rätsel durchgekämpft, durch einige Gegnerhorden. Wir sind aus der Stadt herausgekommen und sehen uns nun mehreren Tempeln gegenüber. In denen da hinten waren wir schon gewesen. Und in dem waren wir im letzten Part gewesen, haben den Spiegel da oben ausgerichtet. Zu diesem hellen, mysteriösen Licht. Mysteriös. Mysterious Noise. Und wir können einfach nicht umgestoßen werden. Das ist was Schönes. So. Jetzt sind wir aber dabei, dort hinten zu dem letzten Teiltempel zu kommen. Der rollt einfach vor sich hin. Und auch den Spiegel auszurichten. Wie wir von den anderen beiden Tempeln wissen, war in jedem dieser Tempel eine Art Wurmwächter. Sowas wie eine letzte Instanz. Und bevor wir jetzt noch dort hinten fahren, was man gerade wegen dem Rad nicht sehen kann, da hinten zum Tempel, will ich mich hier kurz mal umschauen, ob man hier auch Geheimnisse finden kann. Einfach mal kurz rumfahren, tut ja niemandem weh. Auch wenn das Sichtfeld etwas eingeschränkt ist und ich so nicht fahren kann, haben wir hier hinten wohl nichts verpasst. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, können wir auch durch Kakteen durchfahren. Die ganzen Stacheln, die wir nun eingesammelt haben, ist völlig egal. Unser Indiana Jones Verschnitt, der hält das alles tapfer aus. Ganz tapfer ist er. Der hat nicht mal einen Namen. Mein Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Oder habe ich das am Anfang nicht mitbekommen, wie der heißt? Wir können ihn hier einfach mal Johnny nennen. Ich will mir das kurz anschauen, weil ich finde das etwas komisch, dass die beiden Säulen hier einfach so stehen. Aber da oben drauf scheint nichts zu sein. Naja, machen wir kurz einen Schwenk um den letzten kleinen Tempel. Dadurch kommen wir wahrscheinlich nicht, dann wird es wohl nichts mit dem Schwenk. Ach so, die Säulen gehören wahrscheinlich zu einem Rohr. Wofür auch immer die Rohre brauchten. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Naja. Drücken Sie E. Danke. So. Dann wären wir vor dem letzten Tempel. Der da oben hat einen Vogel drauf als Symbol. Und der da hinten hatte, glaube ich, was anderes. Stehen die einzelnen Tempel vielleicht auch für verschiedene Dinge? Wer weiß. Ist uns als Archäologe ja eh scheißegal. Wir haben ja nicht mal Blätter und Papier dabei, um alles aufzuschreiben. Nee, das wäre ja gar keine Sensation, was wir hier finden, ne? Nein, das ist alles stinknormal. Unser Typ redet leider auch nicht, was ich irgendwo echt schade finde. Weil jeder Archäologe wäre hier doch sowas von überrascht, was hier unten ist. Der wäre doch eigentlich überwältigt von dem Technologiestand. Weil eigentlich hätten die damit doch niemals gerechnet. Schade. Hätte man noch schön einbauen können. Finde ich. Naja. Aber dann gehen wir halt mit unserem stummen Johnny weiter. Und merken, dass das zu schnell zugeht. Das ist schade. Geht halt der Ball dadurch. Ach so, ich kann das ja bestimmt dazwischen legen. Wenn das denn so gut funktionieren würde. Weil die Zeit können wir ja nicht verlangsamen, so wie es in Braid zum Beispiel möglich ist. Hahaha! Hohoho, Trick 17! So würden wir wieder zurückkommen. Alles klar.
Ja, wo sind denn die Affen? Kleines Stück Rot. Ui. Das ist ein Totenschädel. Das ist schön. Was heißt du? Was willst du mir sagen? Ein Totenschädel. Die grinsen einen immer so schön an. Wir sind da zum Glück noch nie reingefallen. Also hier ist ein Pfeil. Aber hier ist auch ein Pfeil. Na komm. Affe, du sollst keine Angst haben. Schauen wir erstmal, was hier passiert. Eine Note. Musik. Okay. Anscheinend müssen wir das, was wir da hinten gesehen haben, mit dem Ball nachspielen. Also wir müssen das mit den Sachen da hinten nachspielen. Du gehst erstmal wieder nach hinten. Und du sollst nicht mehr zurückrollen, damit ich mir das nochmal in Ruhe anhören kann. Mitte, tief, hoch, tief. Mitte, tief, hoch, tief. Mitte, tief, hoch, tief. Mitte, tief, hoch, tief. Yeah. So kann man sich das mega leicht merken. So, was ist Mitte, was ist tief, was ist hoch? Ich denke mal, die Mitte steht für Mitte. Und mal da schauen. Ja. Habe ich es mir so gedacht. Das müsste dann hoch sein. Ja, super. Dann hätten wir das direkt schon mal. Nein, es hat nicht. Ich habe nicht richtig geschossen. Egal. Das war Mitte. Tief. Hoch. Und besser ausrichten. Tief. Oder muss ich das da hinten resetten, weil ich Blödsinn gemacht habe? Was soll denn dann vor allem passieren? Es ist jetzt die Frage, was passieren soll. Also es müsste ja irgendetwas aufgehen, wodurch wir weiter kämen. Naja, ich habe das jetzt einfach mal resettet in der Hoffnung, dass der das jetzt wieder annimmt. Mitte, tief und hoch und tief. Bereich abgeschlossen. Also. Nein! Kugel! Pelican! Scheiße. Also ich weiß, dass ich theoretisch auf dem Ball runter könnte. Ich soll auch nach unten, wie der Pfeil mir sagt. Yay. Dann ging das ja doch ganz gut. Meine Güte, ist hier wieder dunkel. Zum Glück habe ich meine geile Disco-Kugel dabei. Disco, Disco. Night Fear. Hier sind Stacheln. Toll. Der Weg ist für nichts da. Wofür war das nochmal? Achso, ist das das Zeichen dafür, dass das Licht macht? Oder? Okay. Das ist ein Gegner? Ja. Hab ich mir schon richtig gedacht. Tschüssikowski. Ach Mensch, ich kann dich nicht zerquetschen. Na bitte, geht doch. Hier ist noch einer. Ah ne, du leuchtest nicht so. Der auch nicht. Aber ich trau dem Ganzen wieder mal nicht. Da müssen wir durch. Okay. Yeah, mega Disco Light. Boah.
Das erzeugt schon einiges an Atmosphäre, diese Kugel. Wenn sie hier so rumleuchtet. Hinab in die Tiefe. Auf das Ball. Auf das Ball. Wir müssen reden falsch. Weil das sehr wichtig. Ah. Das sah wieder mal nicht sehr gesund aus. Naja. Aber Hauptsache... Hier ist nichts. Hauptsache, der Ball fliegt uns nicht um die Ohren. Wie damals mit dem Fluss. Ne, nicht mit dem Fluss, sondern mit dem Floß. Willst du aufstehen? Willst du aufstehen? Was ist hier hinten? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin im Kreis gelaufen. Da fuck. Okay, den hat's aber auch zerrissen. Oh, oh, oh. Fireball. Hadouken. Ja, nochmal Hadouken. Uaiaiai. Wieso stehst du denn schon da? Geh mal weg, du Assi. Ich kann dich nicht gebrauchen. Was willst du überhaupt hier? Ist eher die Frage, was ich hier will, ne? So. Da hinten war noch so ein Feuerschleuderer. Nein, doch nicht. Okay. Auch gut. Gehen wir mal wieder mit unserer geilen Disco-Kugel hier rein. Oh yeah. Machen überall Licht. Mein Gott, was ist... Das scheint nicht sehr gesund zu sein. Okay, ist hier hinten noch irgendetwas oder... Nein, hier ist nichts. Gut. Da können wir durch... Den Bau. Ach ja, ist ja gut, Leute. So, dann war's mit euch. Und jetzt. Ja, da hinten liegt noch einer. So. Ist das einfach dafür da, damit wir hier durchkommen? Aber hier gibt's einen zweiten Weg. Checkpoint, da müssen wir also hin. Schaue ich erstmal, was hier hinten ist. Ach so. Das heißt, hier kommen wir dann hin, wenn der Wurmwächter oder was auch immer dann besiegt ist. Na gut. Zurück zum Ball. Zurück in die richtige Richtung. Zurück zu einem Weg, der keine Geheimnisse für uns bereitet. Okay. Der Ball wäre sowieso nicht durchgekommen. Naja. Das heißt, wir müssen uns wieder selber durchschlagen. Oh. Schöne Grafiken hast du, Würmchen. Om nom nom, ja, ist gut. Mich fressen ist verboten. Wow, wow, wow. Und jetzt darüber? Nicht essen. Essen ist nicht gut. So. Das wär's gewesen. Abfluss. Ah ne, doch nicht. Gut, das war kein Abfluss. Das war eine Form von massivem Dachschaden. Gut, das heißt, wir können jetzt auch einfach wieder zurück oder ist der Weg auch zu kaputt? Hat sich das von oben einfach abgelöst? Oh mein Gott. Und du lebst nicht mehr oder rägst du dich jetzt nochmal? Yeah. Selbst unter Wasser funktioniert die Mechanik noch einwandfrei. Yeah. Super, dann hätten wir den letzten der drei Tempel, der Spiegeltempel, auch abgeschlossen. Wunderbärtig. So. Kugel, das ist dein Platz und das ist meiner. Hey je. Wieder geht's ein bisschen nach oben und diese Zeit nutze ich diesmal, um etwas Malzbier zu trinken. Brauerei Königshof, um keine Schleichwerbung zu machen. Ah. Hm.
Tut mir leid, liebe Leute, aber sowas muss auch mal sein. Keine weiteren Gegner? Oh mein Gott, wie es hier oben windet, das ist ja übel. Na komm, schon Ball. Ich brauche deine Kraft. Danke. Dass sich unser Johnny überhaupt nicht wundert, was das alles für Technologie ist. Was für eine Kultur dahinter steckt. Und dass der Johnny sich überhaupt nicht wundert, dass er die ganze Zeit nur Marionette für einen Spieler ist. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.